Darf ich Sie ganz herzlich begrüßen zum diesjährigen Pressegespräch in Sachen Wiesnplakat. Wir beginnen mit dem dritten Platz und können Ihnen, glaube ich, ein Plakat vorstellen, was durchaus den dritten Platz super verdient. Wollen wir schon? Beide ziehen da ab. Jetzt haben wir den dritten Platz. Wir haben natürlich hier alle Oktoberfest-Elemente und es ist durchaus ein sehr schönes, gutes Plakat. Der Grund, warum der dritte Preis ist, der dritte Platz, weil wir noch zwei bessere gefunden haben. Das war der zweite Preis. Also, dazu braucht man eigentlich so viel gar nicht zu sagen. Es ist ein hervorragendes Plakat, das alle Elemente des Oktoberfestes rüberbringt. Das Riesenrad, unten die jubelnden Mengen, die Brezen ist da, die Achterbahn ist da. Auch von der Farbgebung sehr prägnant. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, wie Herr Reiter schon sagte, wir haben sehr gekämpft. Es hätte durchaus auch einen ersten Platz verdient gehabt. Aber wir haben eines gefunden, wo wir der Meinung sind, dass es die Vielfaltigkeit, die Lebendigkeit, die Modernität des Oktoberfestes noch besser zum Ausdruck bringt und alle diese Attribute hat. Und deswegen ist es leider, aber ich glaube, sehr verdientermaßen der zweite Preis. Das war der zweite Preis. Und wenn der schon so gut ist, jetzt freuen Sie sich auf den ersten Preis. Jetzt kommt ein Gong. Jawohl, ich gehe auf die rechte Seite. Da können wir bitte alle sitzen. Oder bleiben wir da. Gut. Wer gongt jetzt? Wer gongt? Oh. Keine so Erschreckung, sagen wir mal, gell? Gong. Also man beachtet, es war ein Gong. Ja, meine Damen und Herren, also jetzt kommt der erste Preis. Und wie ich schon sagte, wir haben sehr gekämpft, muss ich sagen. Und wir haben aber deswegen ausgewählt, weil er unserer Meinung, wie ich schon sagte, die Lebendigkeit, die Vielfalt und die Modernität des heutigen Oktoberfestes in allen Attributen zum Ausdruck bringt. Und wir stehen voll dahinter, sind der Meinung, es ist ein verdienter erster Preis. Geht's? Ja, ist durch. Gut. That's it. Okay? Sollen wir nochmal den zweiten machen? Einmal? Ja.